Du hast aber ein schönes Fossil. Ja, finde ich auch. Aber es ist wertlos. Deine Mutter wollte mir kein Brot dafür geben. Meine Mutter hat ja auch keine Ahnung. Aber ich könnte dir helfen. Ja, das würdest du tun? Warum denn nicht? Komm einfach mit. Worauf wartest du? Und wem gehören die alle? Na, jedem in Dörfli. Du kannst dir ruhig eins aussuchen. Das da hätte ich gern. Ja, das sieht besonders lecker aus. Danke, Theresa. Großmutter wird sich bestimmt freuen. Großvater, haben wir jetzt alles, was wir brauchen? Ja, mein Kind. Nun sind wir für den Winter gut gerüstet. Ich habe sogar Honig bekommen. Wie schön. Ich konnte auch noch etwas kaufen. Ein ganzes Brot? Woher hast du diesen Leib, Heidi? Es lag auf den Stein beim Backofen, aber ich habe es nicht gestohlen. Therese hat es mir gegeben. So ist das also. Wie hast du bezahlt? Sie wollte mein Fossil dafür haben. Das ist Bärbels Brotziegel. Theresa, diese kleine Gaunerin, macht Geschäfte mit Dingen, die ihr gar nicht gehören. Oh. Komm, Heidi, wir müssen es zurückbringen. Ich bilde mir das doch nicht ein, Hans. Mein Brotleib lag genau hier, zum Abkühlen. Bestimmt hat es nur versehentlich einer mitgenommen, Bärbel. Wir wissen doch alle, wie unsere Brotziegel aussehen. Das ist unmöglich. Jemand hat es gestohlen. Nun beruhige dich erstmal. Wir finden es schon. Das Mehl ist teuer genug und ich kann es mir nicht leisten, ein Brot zu verlieren. Dein Brot ist hier. Almöhi? Oh. Ja, ganz eindeutig. Das gehört mir. Das sieht doch wohl jeder. Es tut mir so leid. Das wusste ich nicht. Hast du keine bessere Ausrede? Eine kleine Diebin bist du. Nicht doch. Heidi hat einen Fehler gemacht, aber es war keine Absicht. Du hast es ja wieder. Nun vergiss die Sache. Was? Ich nehme das Brot nicht zurück. Sie hat es in ihren dreckigen Händen gehabt. Ich will es nicht mehr. Und du bezahlst es mir. Gut, wenn du darauf bestehst, ich kann dir Mehl geben. Verlangst du etwa von mir, dass ich jetzt noch ein Brot backe? Nein, das sehe ich nicht ein, Almöhi.